Erik, du bist ein sehr engagiertes menschliches Jingle, das ist sehr schön. Und du nimmst auch schon was vorweg, nämlich den Style. Wir haben ja alles hier so ein bisschen hier auf griechische Orgie hier drapiert. Und dazu passt auch, was jetzt kommt, die total verrückten Heldentaten. Wir schicken euch nämlich im Laufe der Sendung durch die Antike und ihr müsst... Okay, oh Gott. Und ihr müsst verschiedene Heldentaten bestehen. Als erstes geht es um den Kyklopen Polythem. Ihr seid also Odysseus und Odysseus und ihr müsst irgendwie eure Leute befreien. Und hier kommt, wir haben hier vom Archäologischen Museum nur das Auge gekriegt, aber das ist auch das Essentielle. Okay. Ihr müsst nämlich jetzt mit diesen brennenden Pfeilen müsst ihr in das Auge des Polythem treffen, dass Georg und Sarah in Schutzkleidung, hier bitte Sonderapplaus mal für die beiden, halten. So, kommt mal hierher. Dann würde ich sagen, die Dame beginnt. Und könnt ihr das einigermaßen sehen? Ihr habt wahrscheinlich ein bisschen blöden Winkel, aber das geht, glaube ich, schon. Weil wenn der Winkel zu steil ist, dann kommt ihr nicht mehr durch das Loch durch. Also, hier ist die Linie, vielleicht so weit wie möglich außen. Okay. Jeder hat 3 Schuss, aber wer am meisten trifft, hat gewonnen. Was mache ich, wenn ich die Kamera dahinter treffe? Dann kriegst du 20 Punkte. Ja, gerade. Muss ja höher denken. Ne? Ich bei der nee, Wiege, also als wir ausprobiert hab ich bei der haben, Wiege haben wir immer zu hoch gemacht. Nee, okay. Ja, also, siehst du? Okay, gleich nächster Schuss. Also 0 zu 0 erstmal. Okay. Selbe Stelle. Auch zu hoch, siehst du? Eher ein bisschen tiefer denken. Eher zweiter Versuch. Denken. Oh. Ah, noch höher. Vielleicht sollen wir vielleicht ein bisschen auch, näher ranholen, das Auge. Hier. Aber jetzt ist eigentlich unfair, weil dann hast du ja beim nächsten Mal. So. Ja. Das ist, vielleicht haben wir es zu schwer gemacht. Vielleicht, wenn du dich so ein bisschen vor... Vielleicht kann man das einfach so. Das güldet ja. Clever muss man. Das war Odysseus, hat auch mit Köpfchen das gelöst. Jetzt hast du natürlich den Hint schon gekriegt. Das hat mich jetzt sehr überrascht. Wenn du es jetzt nicht schaffst, stehst du echt ein bisschen blöd da. Es hat auch etwas Anzügliches ein wenig, ne? Oh. Ah! Ein knapper Sieg für Käthe!